Nettigkeit ist manchmal so selten, dass sie mit Flirten verwechselt wird. Stimmst du zu? Ja oder nein? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Ja, stimmst du zu? Ja? Nettigkeit ist manchmal so selten, dass sie mit Flirten verwechselt wird. Ich werde erklären, was ich damit meine. Ja? Also, mir ist das letztens passiert, ja, dass ich eine neue Frau kennengelernt habe und diese Frau war sehr, sehr nett. Sie war sehr positiv, sie strahlt, ja, sie lächelt viel, ja, und sie ist sehr, sehr nett. Und ich dachte mir im ersten Moment, oh, flirtet die mit mir, ja? Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, ja, flirtet die mit mir, ja? Und ich habe herausgefunden, dass sie generell so ist, ja, dass sie jeden so begegnet, ja, mit so viel Enthusiasmus, ja, mit so einem schönen Lächeln und mit so viel Positivität und so viel Nettigkeit, ja, eine tolle Person, ja. Und ich musste an eben diese These denken, die ich einmal gehört habe, ja. Nettigkeit ist manchmal so selten, dass sie mit Flirten verwechselt wird, ja. Und ich denke, jede Frau, jeder Mensch, ja, sollte nett sein dürfen, ohne dass gleich alle denken, dass diese Person flirten würde, ja. Und das ist ein bisschen schade, ja, wenn man sehr nett ist und missverstanden wird und alle denken, oh, flirtet der, flirtet die, ja. Ja, es sollte eigentlich normal sein, dass man sehr, sehr nett ist, ja. Gerade mit Leuten, die man noch gar nicht kennt, ja. Man hat noch nie irgendwas Negatives über sie gehört, ja. Eine neue Person, ja, und dann sollte man auch eigentlich sehr nett sein, ne, weil diese Person könnte vielleicht der nächste beste Freund sein, ja, oder die nächste beste Freundin. Oder, wie gesagt, auch natürlich der zukünftige Partner oder die zukünftige Partnerin. Ja. Deswegen denke ich, ja, sollten wir nett sein, und zwar zu allen Personen. Ja, das ist sogar ein sehr gutes Kriterium, ja, wenn eine Person sehr nett zu dir ist, ja, und du gehst mit dieser Person auf ein Date, ja, und du überlegst, ja, vielleicht kann da was laufen, ja, gehst auf ein Date und diese Person behandelt zum Beispiel die Kellnerin ganz schlecht, ja, stell dir vor, du bist auf einem Date und dein Date ist immer sehr nett zu dir, so, ah, ja, ja, immer schön lächeln, ja, und dann kommt die Kellnerin und so, ja, Kellnerin, hier. Das ist ein Zeichen, dass diese Person nur nett zu dir ist und nicht zu der Kellnerin. Und dann ist dieser Mensch eigentlich kein guter Mensch. Ja? Wenn dieser Mensch nur nett zu dir ist, aber ein Arschloch zu allen anderen, dann ist das nicht so gut. Ja? Ich denke, man sollte nett zu allen Leuten sein. Ja? Und ich versuche das auch zu tun, ja, natürlich manchmal besser, manchmal schlechter. Also ich habe mich letztens ertappt, dass ich mit zwei Frauen geredet habe und ich war sehr nett zu der einen Frau, ja. Und die andere Frau habe ich ein bisschen ignoriert. Also ich war nicht unhöflich, aber ich habe nicht so viel mit der anderen Frau geredet. Ich habe hauptsächlich mit der Frau geredet, die ich hübscher fand oder die ich weiß nicht, ein kleines bisschen mag, ja. Genau. Und eigentlich sollte man so sein, dass man auch Leute sehr nett behandelt, die man jetzt nicht unbedingt als Freund sieht oder als potenzieller Partner, Partnerin, Freundin, okay? Ich meine, jeder Mensch möchte gewertschätzt werden. Jeder Mensch möchte gesehen werden. Und deswegen ist es wichtig, auch mal Hallo zu sagen, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt eine Freundschaft schließen möchte mit der Person. Okay? Genau, aber zurück zum
Ausgangsthema, ja. Ich denke, jeder sollte sich frei fühlen, nett zu sein, ohne dass es gleich missverstanden wird, okay? Da fühlt sich die andere Person auch gleich sicherer, ja. Die andere Person fühlt sich sicherer dabei, nett zu sein, ja. Wenn ich sage, oh, flirtest du mit mir? Flirtest du? Die Person sagt, nein, ich will einfach nur nett sein. Kann ich nicht einfach nur nett sein? Ja? Und ich denke, das ist wichtig, ja, dass man auch einfach nur so nett sein kann. Denn wenn man flirtet, hat man ja ein bestimmtes Ziel. Ja? Man hat ein bestimmtes Ziel, ja? man erhofft sich vielleicht etwas. Ja? Aber ich denke, es ist wichtig, nett zu sein, auch wenn man jetzt nicht unbedingt in Anführungsstrichen belohnt wird dafür, sondern einfach nur nett sein, weil man nett sein möchte. Ja, einfach nur nett sein, weil es gut ist, nett zu sein. Ja, nicht nur, weil man etwas mit dieser Person machen möchte. Okay. Andererseits, ja, das ist noch so ein anderer Punkt, andererseits merken manche Leute sehr selten, dass jemand an ihnen romantisch interessiert ist. Ja, manche Leute, die haben einen Verehrer oder eine Verehrerin und die kriegen das nicht mit. Ja. Alle anderen wissen, oh, so und so steht auf sie. Ja, ja. Der Dieter, der mag die Susi. Ja, der Dieter mag die Susi, aber Susi checkt das nicht. Ja, wie man im Deutschen auch sagt, ja, sie checkt es nicht. Das heißt, sie merkt es nicht. Susi merkt das nicht, weil manche Leute merken das einfach nicht. Ja. Insofern kann es auch anders laufen. Ja. Es kann auch sein, dass jemand sehr, sehr nett ist, weil er romantisch interessiert ist. Oder eine Frau ist sehr nett, weil sie romantisch interessiert ist. Und die andere Person merkt das nicht. Ja. In dem Fall muss man dann vielleicht einfach konkret werden. In dem Fall sollte man einfach sagen, hey, lass uns auf ein Date gehen. Ich mag dich. Ja? Lass uns auf ein Date gehen. Ja? Ich finde dich toll. Ja? So muss man vielleicht explizit werden. Aber ansonsten denke ich, hey, seid nett zueinander. Okay, lange Rede, kurzer Sinn oder hoffentlich auch ein langer Sinn. Ja, hoffentlich war dieses Video sinnvoll für dich. Ich hoffe, du hast etwas gelernt oder Inspiration bekommen und ich bin wirklich interessiert, was du denkst über diese These. Ja. Stimmt es, dass manche Leute nett sind, einfach nur, weil sie nett sein wollen? Sie wollen gar nicht flirten, aber die Leute denken immer, dass sie flirten, weil sie einfach so nett sind. Was denkst du? Ich bin gespannt, was du denkst und bis morgen.